Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Zwar geht es um den Schaustellen. Golden, leider ist es Golden, habe ich etwas verwischt. Ich wollte den Shot, weil er ein bisschen ausgelaufen ist, abtrocknen. Und dabei ist mir das Golden verwischt. Aber das ist Golden Almamud Blue Mint, also Blaubeere-Minze. Ihr seht, der Zipper ist relativ feucht. Ich habe den Shot von Alan bekommen. Vielen lieben Dank an dich. Nach viel Stress mit der Post ist das Gott sei Dank auch mal angekommen. Ja, was kann man zum Schnitt sagen? Schnitt ist relativ gut, aber was ich bei Gold nicht so toll finde, dass dann da noch so richtige Äste dabei sind. Also ich habe jetzt hier einen, der ist ungefähr so breit wie mein Finger. Das ist zwar nicht schlimm, aber von dem Premium-Tabak, sage ich mal, erwarte ich mir dann schon, dass der eigentlich kaum noch Äste hat. Das Ganze wurde, soweit ich weiß, aus einer 200-Gramm-Dose abgezippt. Genau, so schaut das Ganze aus. Vom Schnitt her seht ihr, glaube ich, dass das relativ fein ist eigentlich. Also wie gesagt, der ist sonst gut für den Kopfbau, aber was mir eben nicht so gut gefällt, ist, dass da doch einige Äste noch mit drinnen sind. Finde ich einfach bei einem Gold kann man da ein bisschen mehr drauf achten. Das ist aber kein Problem zum Kopfbau. Also wie gesagt, ich habe das jetzt, ihr seht das hier rechts unten, im Broadwood Kaminkopf Phoenix, also im Broadwood Phoenix drin. Und da ist das überhaupt kein Problem. Geruch es hat mich gleich geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mein allererster Gedanke war Starburst Blue Mist. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich echt geflasht, weil das sehr nah rankommt. Es fehlt so dieses Starburst-typische Künstliche, aber sonst kommt das für mich wirklich an den Starburst Blue Mist ran. Intensive Minznote, was mir sehr gut gefällt. Ist der erste Hersteller, der sich so ein bisschen traut, auch mal eine herbere Minznote reinzuballern. Intensiv, fruchtig, süßlichen Touch, nicht besonders stark, aber so, dass es genau den richtigen Flavor gibt. Sehr schön gemacht. Vom Geruch her gefällt es mir wirklich sehr gut. Das hat mich, wie gesagt, gleich geflasht. Ich habe sofort an Starburst Blue Mist denken müssen. Und wenn ich an Starburst Blue Mist denken muss, dann ist das der allererste Shot, den ich rauchen muss. Ich habe noch vier weitere, also ich habe insgesamt vier Stück bekommen. Werden natürlich jetzt alle folgen. Ich rauche jetzt so, ja, 10 Minuten vielleicht. Ihr seht, qualmt ordentlich. Hat auch ein schönes Aroma. Hat einen dichten Rauch. Gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Man macht das Licht ein bisschen. So. Also dichter, intensiver Rauch. Schöne Minznote. Hut ab. Also die ist vielleicht für manch einen, das muss man leider auch als Kritikpunkt anbringen, ist vielleicht für manch einen sogar zu intensiv. Ich finde sie sehr schön. Ich rauche ja gerne mit Minze, von daher ist der wirklich sehr gelungen. Vom Geschmack her intensiver Blaubeerengeschmack, kommt so an dem Starburst Blue Mist dran. So wie er riecht, so schmeckt er auch tatsächlich. Da kommen so Erinnerungen hoch. Bei Finn zu Hause, Shisha for You, Finn zu Hause in der Küche, Blue Mist rauchen seine MPS. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Da hat Alan nicht zu wenig versprochen. Ist ein toller Flavor, hat ein intensives Aroma. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie lang der von der Intensivität, wie lange der intensiv bleibt. Intensivität, gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall
ist er sehr intensiv. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er so intensiv bleibt. Ich hoffe lang. Falls ja, ist das natürlich ein absolutes Plus. Er hat aber bisher kaum nachgelassen. Also von daher gehe ich davon aus, dass er wirklich sich sauber hält. Toll. Einfach nur toll. Für jeden, der gerne Blaubeerminze raucht, absoluter Geheimtipp. Gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem, wer so ein bisschen eine minzigere Note möchte. Gibt es nicht mehr hinzuzufügen? Kriegt von mir von 15 möglichen Punkten 14. Erstens gibt es einen Punktabzug für die leichten Ästchen, die drinnen sind. Und dann gibt es keinen Punktabzug, aber das möchte ich nur noch mal anmerken, dass es wirklich vielleicht für jemanden, der nicht so gerne sehr minzhaltige Tabaksorten raucht, ist das ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen zu viel. Da gibt es zwar keinen Punktabzug, weil ich das persönlich sehr gut finde, aber das ist stark geschmacksabhängig. Von daher, wer nicht so gerne so eine intensive Minznote haben möchte, der ist hier vielleicht nicht ganz so gut bedient, aber kriegt eine absolute Kaufempfehlung. Gerade für die Leute, die gerne Starburst Blue Mist rauchen, sollten den definitiv mal probieren. Bis auf die chemische Note hat der eigentlich alles, was der Blue Mist auch hat. Intensiv, legt sich schön auf der Zunge ab. Gibt es wirklich nichts zu meckern. Vielen Dank, lieber Alan, an dich und liebe Grüße auch an dich raus. Und in dem Sinne werde ich jetzt mein Köpfchen zu Ende rauchen. Werde es mir noch ein bisschen gut gehen lassen. Wir sehen uns im nächsten Review. Bis bald. Ciao.